Danke. Guten Abend miteinander. Guten Abend, das ist die Sendung des Monats, ein Arte von der Schweizer Sonntagabendshows. So, wenn Sie sich jetzt die Frage fragen, hä, wieso sieht der Stefan Büsser so seltsam aus? Das ist nicht der Stefan Büsser, das ist Fabien Haddor. Und wenn Sie sich jetzt auch fragen, hä, wieso kann der Michael Schweizer plötzlich so gut Deutsch? Das ist nicht der Schweizer, das ist der Sven Ivanitsch. Guten Tag. Ja, mein Name ist Gabriel Vetter und ich bin da der Chef. Ja, heute ist ja Abstimmungssonntag. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung sind die Resultate aber noch nicht bekannt. Aber eins ist schon sicher: Für einen gibt es ganz sicher keine 13. AHV. Und zwar für den Cedric Wermuth. Nicht, weil er zu jung ist, sondern weil er einfach ein faules Siech ist. So. Zwei Monate Sabbatical hat er gemacht. Zwei Monate! Ein Sabbatical! Weißt du was, Cedric? Die Bützer auf dem Bau haben auch ein Sabbatical. Geht aber nicht zwei Monate, sondern eine halbe Stunde und heisst die 9. Pause. So. Dabei, wenn wir doch mal ehrlich sind, das tut doch uns allen auch einfach gut. Ab und zu mal so eine zweimonatige Pause vom Cedric Wermuth. Ja, stimmt. Aber eine Abstimmung, die ich heute mit wirklich grossem Interesse verfolgt habe, obwohl ich nicht durfte abstimmen, ist die Pistenverlängerung am Flughafen Zürich. Sven und Fabian, ihr wohnt beide hier im Kanton. Erklärt doch mal für die Leute hier, um was ist da gegangen bei dieser Abstimmung? Ja, eben darum, dass die Pisten am Flughafen Zürich sollen verlängert werden. Gerade Umweltverbände sind da aber ein bisschen dagegen gewesen. Ja, da bist doch so eine Verlängerung eigentlich gut für die Umwelt. Ich meine, mit jedem Meter, wo so eine Piste länger wird, ist das Flugzeug weniger lang in der Luft. Ja. Gut, was ich aber besonders spannend gefunden habe an dieser Vorlage ist, was so eine Pistenverlängerung unter anderem mit sich bringen würde an baulichen Massnahmen. Da. Für längere Pisten braucht es künstlichen Hügel und Tunnel für Fische. Moment mal, es braucht Fischtunnel. Das ist übrigens unser inoffizieller Hashtag von unserer Sendung. Fischtunnel. Ja, absolut richtig. Ich meine, wenn man die Piste um 400 Meter verlängert, muss man unter anderem auch den Fluss glatt umleiten. Und darum braucht es Fischtunnel, damit Fische unter der Piste durchschwimmen können. Fisch in der Röhre. Ich meine, das ist eigentlich nichts Neues, oder? Mhm. Oder da auch ein Fischtunnel? Voilà. Ja, das ist ganz raffiniert. Gut, ein Fischtunnel ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, oder? Auf jeden Fall besser als die Fischkatapult, die es bis jetzt gehabt haben am Flughafen. Schau mal. Ein Fischtunnel am Flughafen ist nur konsequent. Fischrollbänder gibt es ja dort schon lange. Ja. Ja gut, aber beim Fischtunnel gibt es wahrscheinlich auch Stau. Vor allem an Ostern, wie vor dem Gotthard, oder? Mhm. Und nun zu den Stauseemeldungen. Im Fischtunnel am Flughafen Nordportal kommt es zu Wartezeiten. Grund dafür ist eine Störung im Fischtunnel. Pardon, ist ein Stör im Fischtunnel. Wow. Hey, aber im Ernst, ich meine, wenn sie das bauen, weißt du, wie teuer wird das? Das braucht mega viel Wasser und wir alle wissen, wie viel am Flughafen Zürich nur ein kleines Fläschchen Wasser kostet. Stimmt. Und das ist ja noch nicht mal alles. Weil, Obacht, der Tunnel muss beleuchtet sein, damit die Fische hindurchschwimmen. Sag mal, was sind das bitte für wohlstandsverwahrloste Zürcher Fische? Oh, der Monsieur braucht ein Lichtchen. Hey. Früher hatten die Fische noch keine beleuchtete Tunnel und irgendwie ist es auch gegangen. Früher sind unsere Fische noch ohne Licht geschwommen. Bergauf, durch den Schnee, barfuß. Ich finde es krass, was unsere Viecher alles an Infrastrukturen benötigen. Fischtunnel, Amphibienschutzzäune. Im Wallis bauen sie wahrscheinlich bald Rolltreppen für Wölfe und ein Problembären-Gondeli. Übrigens, wieso heisst es eigentlich Amphibienschutzzaun und nicht Froschhaltefolie? Für mich ist das der beste Job für das Sandy. Fassen wir den Monat Februar also mal zusammen. Es ist viel Schlimmes los im Februar. Der Russ in der Ukraine, der Nawalny tot in Sibirien und der Albert Rösti am Schlagzeug. Drum, da jetzt der Februar 2024, zusammengefasst in 120 Sekunden.
Der Februar ist ein bisschen wie ein Besuch bei der Dentalhygiene. Kommt einmal im Jahr, ist ziemlich unbeliebt, aber dafür auch relativ schnell wieder vorbei. Darum machen wir es kurz und schmerzvoll und gehen dort hin, wo es weh macht. Auf Deutschland. Deutschland hat im Februar das tiefste Wirtschaftswachstum von ganz Europa. Die Bevölkerung in Brandenburg will den Ausbau der grössten Tesla-Fabrik verhindern. Und zu all dem hat der Deutsche Bundestag jetzt auch noch ganz offiziell ein Kiffen legalisiert. Germany is not the sick man. Ein dauerbekifftes, verstrittenes Deutschland voll von underperformenden Autoverhinderern. Da muss Europa wenigstens für einmal keine Angst haben, dass die Deutschen wieder irgendwann einmarschieren. Für die einen ist es der Untergang der deutschen Leitkultur. Für die anderen ist es die effektivste Weltkriegsprophylaxe der Welt. Quattro Stationi, drei Sorten Weed und eine Sorte Haschisch. Weniger friedlich unterwegs sind die anderen Nachbarn der Schweiz. Die italienische Premierministerin Meloni lässt ein Internierungslager für Geflüchtete in Albanien bauen. In Frankreich sind Bauernviertel vor Sturm auf Bastille. Und in Wien wird der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage verurteilt. Genug ist genug. Also zumindest in Österreich alles wie immer. Und während die halbe Welt in Krieg, Konflikt und Unsicherheiten versinkt, konzentriert sich die Schweiz auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich sparen. Die Rentner sollen sparen, weil alles immer teurer wird. Die AHV soll sparen, weil es immer mehr Rentner gibt. Die Armee soll sparen, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Die Viola Amherd dagegen sagt, das sei alles kein Problem. Und sowieso sei Sparen in der Schweiz gar keine Sache von Geld, sondern vom Nationalstolz. Stichwort Schuldenbremse. Weil wenn der Putin also tatsächlich mal bald in der Schweiz einmarschieren sollte, dann können wir unser Land wenigstens in tadellosem, besser reinem Zustand übergeben. Mit einer schwarzen Null und ohne strukturelles Defizit. Heute Rappen, morgen Rappen, gibt eine schöne Zipfelkappe. Bravo. Sparen hin und Sicherheitsbedrohung her, die einzige Artillerie, die die Schweiz im Februar wirklich viel investiert hat, sind die Schneekanonen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich habe diese Schlagzeile da sehr spannend gefunden vom 21. Februar. Kein Tempo 30 auf Hauptstraßen. Ja, der Luzerner FDP-Nationalrat, der Peter Schilliger, da im Bild, hat eine Motion eingereicht, die fordert, dass der Bund in einem neuen nationalen Straßengesetz den Gemeinden verbietet, 30er-Zonen auf Hauptstraßen einzuführen. Also, warte schnell, gemäss der Motion dürfen wir in Zukunft also nicht mehr langsamer als 50 fahren. Das sind wirklich wie die Schweizer Version vom Film Speed. Ich meine, stell dir vor, der ganze Morgenverkehr rast durch die Innenstadt und wenn nur einer zu langsam fährt, explodiert der Ulrich Gitzendander und alle KMUs sterben. Ja. Gut, die Logik der Autolobby ist ja schon lange die, dass die Strassen sicherer werden, je schneller man fahren darf. Und es stimmt ja, je schneller das Gras ist, desto weniger lang bist du auf der Straße und desto weniger Zeit hast du auch, um einen Unfall zu bauen. Logisch, oder? Ja. Von dem her bräuchten wir Tempo 140 in allen Quartieren. Wenn du da überkarrt wirst, das geht so schnell, das merkst du gar nicht. Ja. Ja, gerade Peter Schilliger hat seinen Vorstoss einfach nach dem Albert Rösti und seinem Wolf-Gesetz nachgemacht. Ich meine, es geht darum, den Bestand der Fußgänger in der Innenstadt zu regulieren. Richtig. Gut, der Peter Schilliger, der PS-Pesche, wie wir sagen, basiert ja auf seiner eigenen Webseite zum Beispiel auch mal mit solchen Bildern. Auf einem TÜV. Mit einem Güppli in der Hand. Kein Witz, das ist wirklich von seiner Homepage. Und wie wichtig am PS-Pesche die Verkehrssicherheit gerade von Kind ist, sieht man zum Beispiel auch hier. Ja. Rad steht, Kind geht. Dünkli wie ein Rammstein-Song, oder? Rad steht, Kind geht. Warten, lugen, losen, laufen. Moment, Moment. Darf ich das Bild noch mal sehen? Die Kreide da auf dem Pneu, die braucht man doch für etwas anderes eigentlich, oder? Ah ja, genau. Richtig. Nein, kommen wir jetzt. Also man muss schon ein bisschen fair bleiben. Er hat ja nur gesagt, er will Tempo 50 in der Innenstadt und ist jetzt nicht mega crazy. Er hat nicht gefordert, zum Beispiel, oder nicht gesagt, dass man zum Beispiel Autorennen braucht in der Schweiz. Ja, das stimmt. Außer dass der Peter Schilliger wortwörtlich gesagt hat, wir brauchen Autorennen in der Schweiz. Gut, das hier sind übrigens am PS-Pesche seine Wahlplakate. Ja. Und das hier sind Smart Spider. Aber jetzt im Ernst. Im Ernst, die Motion Schilliger ist bereits durch den Nationalrat. Und die Chance, dass in den kommenden Wochen auch der Ständerat grünes Licht gibt, ist recht gross. Also wenn es nach dem Parlament geht, verstehen wir in der Schweiz unter dem Wort Fußgängerstreifen bald nicht mehr das da, sondern das da. Voilà.
Gut, aber wenn jemand sicher für Tempo 30 ist, dann die Stadtpolizei Zürich. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat diesen Monat die Stadtpolizei Zürich verurteilt wegen Racial Profiling. Ja, bei Tempo 30 erkennt die Polizei einfach viel besser, was der Lenker für eine Hautfarbe hat. Aber eben. Aber eben, zum Glück ist ja gerade eine Frühlingssession von unserem Parlament. Und was macht das Parlament in Zeiten von einem drohenden Nuklearkrieg und Kaufkraftverlust? Richtig, jassen! Ja, der Tweet zeigt Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Sutter beim traditionellen überparteilichen Parlamentsjass. Gabriela Sutter schreibt dazu, das Resultat war bitter. Bitter? Ja, wahrscheinlich haben sie ausgejasset, wer das nächste Mal mit dem Cedric Wermuth in die Ferien muss. Ja. Das ist nicht einfach. Gut, das Parlament jasset also. Okay, und da haben wir uns gefragt, sag mal, jassen, wer erfindet eigentlich so ein Spiel und warum? Und darum da exklusiv zum Jassmonat Februar die ultimative Rekonstruktion, wie es jassen eigentlich erfunden worden ist. Priska! 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 Ja! Ah. Priska, schreib auf. Wir erfinden heute ein neues Spiel. Sehr gut, Röni. Was für ein Spiel? Wir spielen mit 36 Kärtchen. Und es gibt 157 Punkte. 157 Punkte und 36 Karten. Und unsere Karten gibt es in vier Farben. Ja, Farben, sehr gut. Was für Farben? Blau, grün, rot, gelb? Nein, Schilde, Rose, Schelle und Eichele. Aber das sind doch gar keine Farben. Das sind doch gar nichts, weil unsere Rosen schon gar keine Rosen, sondern ein Gänseblümli. Ein Gänseblümli. Jawohl. Es gibt einen König. Priska, ein König. Okay, Moment. Also der König ist auch eine Farbe? Nein, Priska. König ist doch keine Farbe. Aber der König gibt es in jeder Farbe. Vier Könige. Und wer von denen ist der Chef? Der Bauer ist der Chef. Priska, der Bauer. Der Bauer. Welcher Bauer? Ja, der Bauer ist der Unter. Und direkt über dem Unter ist der Ober. Sehr gut. Direkt über dem Unter ist der Ober. Außer natürlich unter ist im Trumpf. Dann ist der Unter ober dem Ober. Ober dem Ober. Ober dem Ober. Und ober dem König und ober dem Ass. Ein was? Ein Ass ist die höchste Karte in unserem Spiel, Priska. Aber der König? Also die höchste Karte direkt nach dem Unter und nach dem Nell. Nell. Was ist ein Nell? Ein Nell. Ah, eine Dame. Eine Mademoiselle. Nein, ein Nell ist ein Neuni und gibt 14 Punkte. Was für Punkte? Und ein Zehni gibt 10 Punkte. Aber wir nennen es Banner. Und ein Achtni gibt 8 Punkte. Null Punkte. Null. Müsst ihr nicht das Nell null geben? Ein Nell null Punkte, Priska, das macht doch gar keinen Sinn. Ausser beim unten rauf. Unten rauf? Aber der Bauer sticht alles, wenn es nicht unten rauf ist. Ah ja? Du bist der Beste. Er sticht alles, sogar der König, obwohl er da unten ist. Ist er der Oberst im Trumpf. Im was? Im Trumpf. Ausser natürlich, es ist immer ein Slalom. Slalom? Ich hab gemeint, es sei ein Kartenspiel. Ist es auch. Und wir spielen das Kartenspiel auf dem Tisch. Teekrug. Tetrapack. Tetanusimpfung. Teppich, Priska. Auf dem Teppich. Also am Boden? Nein, auf einem Tisch! Auf einem Teppich am Tisch, also das Tischtuch? Wie ein Teppich, so ein dicker, stabiger, borstiger Teppich. Und Punkte notieren wir auf einer Wandtafel. Also spielt man sie in der Schule? Nein, es ist aber keine normale Wandtafel, es ist ganz eine kleine, munzige. Munzige Wandtafel? Es ist die munzigste Wandtafel von der Welt. Die munzigste Wandtafel von der Welt? Und man hat ein kleines Schwämmchen. Natürlich. Ich nehme auch das munzigste Schwämmchen. Das munzigste Schwämmchen von der Welt. Aber Obacht, die Welschen haben ganz andere Karten. Andere Karten für das gleiche Spiel? Baslerau und Bernerau und am Bodensee und im Bündnerland. Die haben ein Quadrat, das so macht. Und so ein Kreuz, das aussieht wie ein Kleeblatt. Und ein Herz und ein schwarzes Herz mit so einem Schwänzchen dran, das wir Schaufeln nennen. Die Regeln sind so doof, das wird sich niemals durchsetzen. Doch, es wird das grösste und das beste Spiel, das die Schweiz je gesehen hat. Ein ganz kleines Schwämmchen. Gut. Reden wir jetzt aber mal über das Thema, das die Schweiz wirklich den ganzen Februar durch beschäftigt hat, die Schweizer Armee. Ja. Der Ukraine-Krieg ist jetzt genau 2 Jahre alt und nicht nur darum ist die Frage relevanter als auch schon. Was haben wir eigentlich in der Schweiz für eine Armee und was für eine brauchen wir?
Wir erinnern uns, Anfang Februar hat die Schweizer Armee Grossanlässe müssen absagen, weil das Geld dafür gefällt hätte. Da. Milliardenloch bei der Armee. Ja, der Thomas Jüssli, der Chef der Schweizer Armee, hat dann sogar gesagt, ich kann diese Situation bei der Armee nicht verantworten. Weil ja noch lustig ist, weil es wäre sein Job, das zu verantworten. Aber okay. Und dann ist es plötzlich schnell gegangen. Der Süssli hat gesagt, wir verlieren das Heer. Es ist auf und ab diskutiert worden. Und irgendwann, nachdem ein Panzerskandal aufgedeckt worden ist und die zwei höchsten RUAG-Chefs müssen gehen, hat dann die Verteidigungsministerin Amherd in einem grossen Interview Klartext geredet und sie hat gesagt, Obacht, seit 3 Wochen diskutieren wir wegen nichts. Also alles nur ein Sturmgewehr im Wasserglas. Ja, quasi Schrödingers Finanzloch. Ja, aber das ist jetzt. Also hat die Schweizer Armee ein Finanzloch, ja oder nein? Ja, das ist eine philosophische Frage, oder? Ich meine, ein Loch ist ja etwas, das nicht da ist und trotzdem ist es da, weil es eben nicht ist. Ja. Okay, also wir einigen uns, wir haben ein Loch, aber das Loch ist halb voll. Ja, so. Also, Viola Amherd hat es an einer grossen Pressekonferenz Mitte Februar ein bisschen poetischer formuliert. Der als Finanzloch kolportierte Betrag ist nichts anderes als die Differenz der Planungen im Vergleich zu den verfügbaren Mitteln. What? Okay, das verdient einen Applaus. Also, ja. Die Differenz der Planungen im Vergleich zu den verfügbaren Mitteln. Im Jasse ist das ein klassischer Differenzler. Ja. Null angesagt, 1 Milliarde gemacht, Differenz 1 Milliarde. Richtig. Und trotzdem hat aber Viola Amherd in der Pressekonferenz ganz generell gesagt, dass sie sich Sorgen macht um die Armee. Da. Durch Einsparungen wurde die Armee während 30 Jahren fortlaufend geschwächt. Und mir ist wichtig, hier festzuhalten, dass das kein Vorwurf ist, sondern ein Fakt. Das ist kein Vorwurf, sondern ein Fakt. Tönt irgendwie ein bisschen passiv-aggressiv. Ich bin nicht hässig, Thomas, ich bin nur enttäuscht. Dass du ein himmeltrauriger Halbschuh bist, und das ist kein Vorwurf, sondern ein Fakt. Ja. Gut. Die Verteidigungsministerin ist dann aber auch von einem Journalist gefragt worden, ob man jetzt also sagen kann, ein Heer sei gerettet. Und ihre Antwort war? Ja, ich denke, das Heer retten muss man nicht. Wir haben ein Heer, das noch in. Das aktiv ist, aber selbstverständlich kommen beim Heer wichtige Systeme an ihr Lebensende. Oh. Wow. Okay, also für mich tönt das ein bisschen, wie wenn sie da nicht über das Heer reden würde, sondern über das Grosse im Altersheim. Ja, also das Grosse ist mal, sie ist noch aktiv, sie liest noch jeden Tag interessiert Zeitung, aber selbstverständlich ist es so, dass auch wichtige Organe beim Grosse bald an ihr Lebensende werden kommen. Ja, auf jeden Fall ist ein rechter Gump von der besten Armee der Welt zum sterbenden Herr auf der Palliativabteilung. Naja, wäre die Schweizer Armee ein Privatunternehmen, wäre es längstens bankrott oder so wie die CS. Ja. Was noch lustig ist, weil der Thomas Jüssli, bevor er zu der Armee ist, war er nämlich Investmentbanker bei der CS. Eigentlich muss Karin Keller-Sutter die UBS jetzt auch noch dazu zwingen, die Schweizer Armee zu übernehmen. Ja. Dann muss in Zukunft jeder Schweizer mit 18 nicht in die RS, sondern ins KV. Ja. Das ist schlimmer. Ja. Ich stelle mir das aber schön vor. Dann gäbe es plötzlich ganz viele neue UBS-Filialen und Bankautomaten im ganzen Land. Ja. Ich finde es ja interessant, dass das Parlament im letzten Sommer ein neues Finanzpaket für die Ukraine abgelehnt hat und gleichzeitig mehr Geld will für die Schweizer Armee. Das heisst, wir könnten einem Land, das sich gerade jetzt in einem ganz reellen Krieg befindet, nicht helfen, weil wir müssen sparen müssen, um uns vorbereiten auf einen imaginären Krieg in der Zukunft. Ja, das ist doch poetisch, oder? Mhm. Das ist doch so das Schöne bei uns in der Schweiz, das Leben im Konjunktiv, all die Möglichkeiten. Aber hey, was hat eigentlich das Volk zu der Armee? Die Menschen auf der Straße. Wir haben den Sven rausgeschickt, um den Puls der Leute zu fühlen. Was haben ein 19-Jähriger in einem BMW X6 und die Schweizer Armee gemeinsam? Genau, beide können nicht mit Geld umgehen. Was löst das für Gefühl aus beim Schweizer Volk und wie stehen wir allgemein zu unserer Armee? Schauen wir an.
Hast du es mitbekommen? Die Schweizer Armee ist medial unter Beschuss. Weißt du, um was es geht? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, aber es schockiert mich natürlich maximal, das zu hören. Haben Sie mitbekommen, die Schweizer Armee hat sich verschätzt um mehrere Milliarden? Ja. Was löst das aus? Ein Lachkrampf löst aus. Wie fest interessiert es dich? Hat mich gerade ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Man sieht, du bist wirklich emotional und sehr am Zittern. Mich interessiert das Armee-Thema schon gar nicht. Die haben jetzt gehofft, du kommst mit etwas viel lässiger auf uns zu. Haben Sie auch schon mal zu viel Geld ausgegeben für etwas, das Ihnen nicht gehört oder das Sie nicht haben? Ja. Für was? Kann ich sagen. Ist das illegal? Ja. Wenn jetzt Viola Amherd durchläuft mit so einem Kessel und sagt, hey, hast du mir ein paar Stutz von der Armee? Was würdest du ihnen rühren? Ich glaube so 10 Stutz. Ich bin gar nicht im Militär gewesen. Zahlst du? Ja, ich zahle natürlich. Nicht zu wenig. Ja. Wir sind sozusagen die Sugar Daddies von der Armee. Ja, ist so. Tendrías ganas de también hacer parte de ese ejército suizo? Hombre, a mí se me cogen yo encantado. Tú sabes las condiciones que tienen aquí, padre. Están muy bien pagados, ¿sabes? Yo qué sé. Está cómodo, es un trabajo fijo, una estabilidad con el gobierno. ¿Es listo de morir para Suiza? No, está loco. So, where is the Swiss Army office that you can... To enlist? Yeah, enlist. You have to write an email to gabriel.vetter@srf.com. He's the main responsible guy for deployment, and then he will answer. Can you give me the email? Yes, of course, I will give it to you. Hast du Militär gemacht oder gehst du? Ah ja, du musst gerade wieder in den WK bald. Nein, wirklich? Was musst du machen? Ja, WK halt. Was ist das Sinnloseste, was du da mehr hast machen oder hast du dürfen machen? Ja, wir müssen Pfosten anmelden und abmelden und wieder zurückgehen. Seit andererseits haben wir eine Person eingespart, wenn wir einen Pfosten haben, oder? Was ist dein Plan, wenn die Russen kommen? Ich gehe wieder auf Indien. Hast du Zeit für Verteidigung? Ich glaube, die Ausbildung ist recht intensiv und gut durchdenkt. Also, ich denke, wir würden sie mit dem Kopf schlagen. Also, wir sind genauso. Fürs Vaterland! Wo könnten wir sonst noch sparen? Ja, brauchen wir noch Gewehr. Wir können auch diskutieren miteinander. Ja, die mächtigsten Waffen sind nämlich Wörter, Herr Süssli. Genau. Süssli, das ist doch so eine Schokomarke, oder? Könnte sein, aber nicht. Süssli wie die Schokomarke jetzt. Für die Schoki sterben wir gerne, liebe Schweiz. Danke. Genau. Da muss man auch nicht unbedingt Teil der Armee sein. Wenn es die Schweiz mega Militärmacht wäre und wir könnten einfach ein Nachbarland einnehmen, welches hätten Sie am liebsten? Ja, St. Gallen. Und jetzt kommen wir zu der Region News mit der Fabienne und dem Sven. Liestal, Mitglieder der Hells Angels hatten einen Bro bei der Polizei. Ein 39-jähriger Polizist im Baselland hat an einen Hells Angel vertrauliche Informationen weitergeleitet. Zum Beispiel hat er folgende Nachricht verschickt. Wenn du irgendetwas brauchst oder willst, Bro, meldest du dich einfach bei mir. Für mich bist und bleibst du ein Bro. Hey, Polizei hin oder her, wer mit 39 noch so oft Bro sagt, gehört definitiv ins Gefängnis. Bremgarten. Das Bezirksgericht Bremgarten hat entschieden, der Andreas Glarner von der SVP darf als Gaga-Rechtsextremist bezeichnet werden. Er wehrt sich und sagt, damit wäre sein Ruf geschädigt. Ich verstehe das. Wer als Gaga-Rechtsextremist bezeichnet wird, wird von richtigen Rechtsextremisten einfach nicht mehr ernst genommen. Bern, die GSVP löst sich auf. Wow, was für ein Schlagzeilen. Obwohl die Angriffe auf queere Menschen in der Schweiz im Jahr 2023 um 50% angestiegen sind, sagt die GSVP, spätestens seit der Annahme der Ehe für alle seien ihre Ziele erreicht. Das heisst also, es ist okay, wenn die Schweiz weiterhin Homosexuelle diskriminiert. Hauptsache, sie sind verheiratet. Das ist dann die sogenannte Heiratsstrafe. Lausanne, Riesenschnecken boomen zurzeit als Haustier. Auch in der Schweiz gelten Riesenschnecken für viele als beruhigendes Emotional Support Animal. Wahrscheinlich, weil sie anders als ihre HalterInnen ein Eigenheim besitzen. Walliselle, Mann findet Reh ohne Kopf und Rücken. Da sagen wir Chapeau. Wer ohne Kopf und Rücken ein Reh findet, soll es dann verpalten. Voll fair.
Total fair. Muri, ein Mann ist mit 3'000 Franken gebüßt worden, weil er eine Wasserpistole aus China in die Schweiz bestellt hat, die ausgesehen hat wie eine echte Pistole. Er hat aber etwas daraus gelernt. In Zukunft bestellt er nur noch echte Pistolen, die aussehen wie eine Wasserpistole. Deutschland. Am deutschen Zoll haben sie einen Lastwagen aus der Türkei fast 24 Tonnen gefälschtes Wäschpulver gefunden. Für alle, die sich jetzt fragen, gefälschtes Wäschpulver, für was wird das eingesetzt? Natürlich zum Falschgeldwaschen. Ja. Wer kennt es nicht? Da freust du dich auf richtig gutes Wäschpulver und dann ist es mit Koks gestrickt. Genf. Der Genfer Ständerat Mauro Boccia kann nicht schlafen. Und zwar wegen der Krankenautos. Der Mauro Boccia, übrigens ehemaliger Gesundheitsdirektor, will Sirenen stoppen. Und zwar mit folgender Begründung. Sirenen in der Nacht schaden der Gesundheit der Bevölkerung. So ein im Stil von: Entschuldigung, können Sie bitte ein bisschen leiser um Ihr Leben kämpfen? Es gibt Leute, die wollen da schlafen. Danke vielmals. Also, ich wäre für einen klassisch schweizerisch pragmatischen Kompromiss. Ab jetzt gilt: Herzinfarkt nur noch zu Bürozeiten. Danke. Danke, Fabienne und Sven. Ja, mehr von der Sendung des Monats geben ja einmal im Monat jemandem die kompletten Serafengebühren zurück. Einzige Bedingung: die 335 Franken müssen an einem Tag ausgegeben werden. Und zwar mit dem Moritz Schädler zusammen. Darum da jetzt für unseren Gebührenzahler des Monats Februar unsere Mona Fetsch mit Schnauz, der Moritz Schädler. Moritz Schädler hier, eure Serafé. Und wir befinden uns hier auf dem linksversifften Rütli in Zürich. Schauen euch das an. Super Tägli, Moritz. Heute wurden Gebühren verklebt. Let's go! Da wohnt er. Unsere Gebührenzahl vom Monat, der Reto. Holen wir ihn doch ab. Guten Morgen. Reto. Sali. Hoi, geht's gut? Super, danke. Ja. Schön, bist du dabei. Dein kleiner Happy Day. Deine Gebühren 335 Franken. Freust du dich? Ich freue mich sehr, ja. Reto, erste Station. Ich würde sagen, bevor wir shoppen, müssen wir ein bisschen Sport machen. Wir müssen uns ein bisschen aufwärmen. Das ist ein bisschen Jazz-Tanz, oder? Aber nicht so schnell, sonst heben wir noch ab. 47. Ah. 48. Wer joggt, lebt 5 Jahre länger. Muss aber auch 5 Jahre länger Seraphe zahlen. Hopp, hopp, hopp. So. 15 Stationen später und ich würde sagen, jetzt sind wir ready zum Shoppen, oder? Jawohl. So, Reto, was hat es gegeben? Was hast du gefunden? Ja, ein Diversity-Set habe ich hier gepostet. Die Vielfalt von allen Leuten, ja. Alle Religionen, alle Hautfarben, finde ich eine tolle Sache. Was schon noch interessant ist, das Diversity-Set ist ab 18 und der Rest drin ist einfach ab 4. Also, solange du nicht daran verschluckst, ist gut, aber Diversity. Es ist 14. Februar, es ist Valentinstag, Reto. Wenn wir der Frau ein paar Blumen kaufen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Sehr gut. Ich glaube, da hat sie Freude, ja. So, Reto, bist du gefreut mit dem Einkauf? Jawohl, zufrieden, ja. Sehr gut. Dann schauen wir, haben beim SRF immer noch einen Bildungsauftrag. Und darum gehen wir jetzt in die Arche Noah von der Schweiz. Dann schauen wir Schlangen. Aufgerollt sogar, oder? Aufgerollte Schlangen, tipptopp. Jacobo hat auch schon besser ausgeschaut. Du wärst lieber ein Elefant? Vom Wohnungsangebot her, ja. Wohnungsangebot her? Was ist das? Das ist mindestens eine 4,5er Wohnung. Pool. Unvorstellbar für den Normalbürger. Und geht noch ein Amt. Tack, 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 tack. Es ist ein Rennen. Um die Gebühren. Arr. Arr. Zum weißen Tiger. Cool, gute Farbe. Sehr gute Super. Farbe. Ja. Sehr gut. Fertig, die Tiere angeschaut, ihr habt einen Bärenhunger, ihr könnt eine ganze Wildkatze vertrocknen. Hast du Hunger? Jawohl, ich auch. Sehr gut, jetzt kann man etwas essen. Kurze Zwischenfrage: Bist du eigentlich für die Halbierungsinitiative? Ja. Okay. Also wirklich? Ja, wirklich. Ja, dann. Hast du mal überlegt, zum Auswandern? Ja, in jüngeren Jahren, ja. Wo wärst du hin? Auf USA. USA? Ja. Ja, überlegst du mir auch amigs. Und wohin würdest du denn auswandern? Ich glaube, bis Österreich.
zwei. Unser Valentinstagsperli. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das im Februar viele Schweizerinnen und Schweizer bewegt hat. Skilift. Ja, es ist zum Lachen und zum Brüllen gleichzeitig. Einerseits sind die Schweizer Skirennfahrerinnen so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Der Odermatt hat zum dritten Mal in der Folge den Gesamtweltcup gewonnen. Und gleichzeitig lesen wir das hier. Unsere Berge schrumpfen. Ja, bravo. Zuerst haben wir keinen Schnee mehr auf den Bergen und bald haben wir keine Berge mehr. Wegen der Klimaerwärmung schmelzen in der Schweiz Gletscher und unsere Berge werden immer kleiner. Barospitze im Wallis zum Beispiel ist in den letzten 60 Jahren um ganze 30 Meter geschrumpft. Ja, 30 Meter oder wie man im Sportjargon auch sagt, 45 Shakiris. Ja gut, aber schrumpfende Berge sind wirklich ein Problem. Also, meinst du für die Umwelt? Nein, für Schweiz Tourismus. Ja. Je weniger 4'000er wir haben, desto weniger Prestige, desto weniger Leute kommen. Nein, das ist im Fall echt nicht zu unterschätzen. Schweiz Tourismus hat darum bereits erste Massnahmen ergriffen, um unsere 4'000er zu retten. Nice try. Ja. Oder gut, oder wir füllen die Schneekanone einfach mit Beton und betonieren die Alpen einfach wieder auf. Oder? Ja. Ja, für die einen ist es nur ein Betonmischer, für mich ist es der polyvalenteste 3D-Drucker der Welt. Nein, aber ernsthaft, schrumpfende Berge sind wirklich ein Problem. Also für die Umwelt? Nein, für den Skirennsport. Wir wissen doch, was passiert, wenn die Berge schrumpfen. Nur noch verkürzte Abfahrten. Weißt du, wie nervig? Okay, stimmt eigentlich schon. Es ist mega unfair für alle Skirennen. Ich meine, die Berge schrumpfen so schnell, dass die später ins Rennen starten, wirklich einen riesen Vorteil haben. Da fragt man sich schon, ist der Odermatt wirklich so schnell oder sind die Berge einfach so fest geschrumpft? Mhm. Wir wollen mit dem nicht sagen, der Marco Odermatt sei die Schuld am Klimawandel. Nein. Aber ja, wo in dem Winter KlimaaktivistInnen im Protest für einen Rennunterbruch gesorgt haben, hat der Odi gesagt, es bringt rein gar nichts, wenn ein paar Jockel den Zielraum stürmen. Ist noch lustig, wenn das ein Jockel sagt, der die ganze Zeit nichts anderes macht, als den Zielraum stürmen. Ja. Echt, der Marco Odermatt, da die neue Schweizer Skischutzheilige, so die heilige Theresa vom helvetischen Après-Ski-Pöbel, oder? Irgendwie, der Marco Odermatt ist so bisschen, ich weiß auch nicht, so der Mensch gewordene Unschuhe, oder? Apropos On hat ja auch schon reagiert, weil es immer weniger Schnee gibt auf den Bergen. Haben sie nämlich einen Ski rausgebracht, der auch ohne Schnee funktioniert. Da, der On-Ski. Genau. Oh. Hm. Der Vorteil ist bei dem Ski, wenn ein Kieselstein verwutscht ist, ist das nicht das Problem, sondern gehört zum Konzept. Der Nachteil dafür, du nimmst unterwegs eigentlich viele Steine mit und das macht, dass die Berge noch mehr schrumpfen. Ja gut, aber alles in allem muss man auch bei dem etwas Positives sehen. Die gute Nachricht ist, wenn die Berge schrumpfen, werden die Skipässe günstiger. Nein, auch nicht. Im Gegenteil, Lena. Ich meine, wenn die Berge schrumpfen, wird es natürlich noch enger. Und dann gibt es dichten Stress in den Alpen. Darum setzen jetzt immer mehr Skigebiete in der Schweiz auf dynamische Preise. Mhm. Dynamische Preise, das kenne ich. Bei uns im Skigebiet ist es so, je höher die Lawinengefahr, desto günstiger ist das Tageskarte. Macht Sinn. Aber es ist ein uraltes Thema. Welches Skigebiet ist das Richtige für mich? Und wer bietet das beste dynamische Preissystem an? Und was gibt es eigentlich alles so für Tricks und Tipps, um bei den Skilift zu sparen? Wir haben ganz zum Schluss von unserer Sendung und auch zum Abschluss von der Skisaison hier für Sie ein paar nigelnagelneue Ideen und Skigebiet in petto. Bei uns im Skigebiet Gstaedtal am Inn kannst du von ganz vielen Vergünstigungen profitieren. Mit dem Halbtag hast du schon mal 10%. Und wenn du dann noch Bibliothekskarte, Museumspass und den Organspendeausweis dabei hast, dann hast du gerade noch mal 3% obendrauf. Wir in Zum Lain sind nicht nur das dynamischste, sondern auch das teuerste Skigebiet der Schweiz. In unserer 200er Runde gibt es jetzt ein neues Advertisement-Special. Wir verkaufen vorne einen Gemüsehübel und je mehr Hübel während der Fahrt verkauft werden, desto billiger wird der Pass für das Skigebiet. Nein, also bist du fahren, solange nimmst. Ich mache für Skischule ab, sage ihm Snowli Sali, Snowli, dann fahre ich auf in die Hütte. Gondeli, Bunte, Nussgipfel, Kaffee Lutz, zwei Zocker. Wir in der Rose Lötschi haben schon längstens dynamische Preise. Wir haben genau einen einzigen Skilift und der bin ich. Zweimal am Tag fahre ich mit dem Traktor den Doppel drauf und wer mit will, hockt auf den Anhänger. Fertig. Ja, dann gehe ich auf Sessellift, einmal eine Runde, rauf, runter, Lutz.
Im Frühdrabisch ist der Early Bird Rabatt. Und wenn du mit deiner VPN-Verbindung im System vorgaukelst, dass du aus der Slowakei bist oder aus dem Tessin, hast du automatisch den billigen Europäerpreis. Was? Dynamische Preise? Kannst du mir den Buckel abrutschen mit den dynamischen Preisen? Und wenn niemand einen Hobel kauft, dann bleiben die Türen zu und wir drüllen noch mal eine Runde, bis jemand einen kauft. Toli! Geiler Sieger, alles gut. Normalerweise ist mein Transport gratis, aber wenn einer nicht im Turmverein ist oder ausgeht wie ein Schafsektor, verlange ich 5 Lieber. Keine Widerrede. Sandwich, Mineral, Gemüsehöbel. Family Day Bonus, Stehplatzrabatt. Und wenn du in einem Schaltjahr bei Vollmond mit einem dreibeinigen Hamster keinen Sitzplatz beanspruchst, dann hast du sogar noch eine Haras Orangina obendrauf. Herzlich willkommen hier bei uns im neuen Skigebiet in Bülach. Das Skigebiet Bülach liegt auf bequemen 428 Meter über Meer und ist innerhalb von 20 Minuten vom HB zu Zürich erreichbar. Mit allen Warenliften im Gewerbegebiet Bülach Süd und der Rolltreppe im Koper der Schlauserstrasse verfügen wir insgesamt über mehr Skilift als Davos und St. Moritz zusammen. Zweiter, Bratwurstpumpe, Zwiebelsauce, Cremeschnitter Rivelle, Lutz. Höbel, Gemüsehöbel. Die Tageskarte für das gesamte Skigebiet Bülach kostet nicht einmal 7 Franken. Und wir sind direkt verbunden mit dem Skigebiet Oberglatt, Dielsdorf und Niederhasli. Meine Hobbys? Asbach Cola saufen und Winterdien. Schon da noch mein. Du hast nichts zu sagen. Winterdien! Bülach, da bleibe ich gerne daheim. Lutz. Ja. Gut. Bülach hat zwar ein Skigebiet, aber ganz sicher kein Fischtunnel. Gut. Und wenn, dann gilt dort auf jeden Fall Schwimmtempo mindestens 50 km/h. In diesem Sinn, das war es von uns. Schönen Abend miteinander. Bleiben Sie stabil. Wir sehen uns in einem Monat wieder, weil die nächsten 3 Sündig auf dem Sendeplatz dann wieder Late Night Switzerland mit dem Stefan Büsser. Und mir ist wichtig zu sagen, das ist nicht ein Vorwurf, sondern ein Fakt. Genau.